So, weiter geht's. Ich hatte erst überlegt gehabt, ob ich hier einen fetten Trank nehme, weil würde sich ja so ein bisschen anbieten, aber ich überlege, dass er 2000 kostet. Und das hier, wie viel? 200? 250 oder so? Also eigentlich lohnt sich ein Trank immer nur im Kampf. Auf der anderen Seite haben wir nicht mehr so viel Vorräte, ne? Boah, das sieht man Artefakte. Ich benutze mein... Warte mal ganz kurz. Wie viel? 75 Core Energie. Komm, ich nehme mal hier. So. Und... Ich muss ja Charaktere. So kann ich das machen. Fähigkeiten, Reparatur. So ein bisschen. Reparieren. Okay. Bin ich mal hier mega knausrig mit meinen Vorräten. Ja, sieht doch okay aus, oder? Alter Schwede, 8 Stück. Ich guck mir gerade letzte Animation an. Sieht immer irgendwie ganz cool aus, wie sie ihren Schraubenschlüssel hinterm Rücken hält, oder? Geht das nur mir so? Und hier ganz lässig in einer Hand. Wachroboter. Na also hier, komm. Quer durch lasern. Oh shit, ich habe vergessen, mir leiser zu machen auf dem Ohr. Ist jetzt nicht super wild, aber ich kann es ja nicht machen, solange ich in-game bin. Aus Gründen. Läuft. Ich meine, gut, ja, die ganzen Upgrades noch nicht, ne? Größeren Schraubenschlüssel hätte ich schon mal mitnehmen sollen. In weißer Voraussicht. Okay. Und jetzt, endlich mal wieder, können wir es nutzen. Eigentlich müsste ich den hier reparieren. Puff. Und gleich nochmal. Kaputt reparieren, einfach weil es Spaß macht. So viel schneller ging es nicht. Feine Sache. Ah ja, einmal Brot. Brauchen wir gar nicht, ne? Aber ich nehme mal hier. Zack. Bisschen Core-Energie. Weil ich erwarte ja auch. Warte. Ja, sehr bald einen Kampf. Fix auf die Map geguckt. Du musst den Krieg beenden! Es ist zu spät. Die Maschine arbeitet bereits und nichts kann das mehr ändern. Was haben Sie getan? Genau in diesem Moment bohrt sich die Doomsday-Maschine mitten ins Herz von Jinam. Von dort aus werden sich biomechanische Tentakel durch die gesamte Landmasse ausbreiten. Die Tentakel werden ein neues Gravitationsfeld erzeugen und die Landmasse wird zu den höher gelegenen Schollen aufsteigen. Die Flutwellen und Erdbeben werden die gesamte Bevölkerung töten und Ankara wird den Sieg davontragen. Der Sieg ist unser. Zeig ihm die Nachricht, Led. Es ist zu spät, Maya. Zeig ihm die Nachricht. General Campbell, ihr müsst den Angriff abbrechen. Die Streitkräfte der Jinam haben uns nur angegriffen, weil die Erwählten sie getäuscht haben. Dieser Krieg ist sinnlos. Kehrt in die Hauptstadt zurück, sobald ihr könnt. Bei Marduk, was habe ich getan? Pass auf, Maya. Doskias Flotte nähert sich. Meinen Glückwunsch, General Campbell. Ankaras Triumph ist vollkommen. Ah, Selina. Wie ich sehe, ist dir dein Auftrag langweilig geworden. Nun, du darfst gerne mit deinen neuen Freunden sprechen.
Sir, wir werden geentert. Wo? Im Frachtraum, Sir. Sie stehlen die Doomsday-Maschine. Doskias, du Bastard! Wir müssen hier verschwinden! Vater! Wir müssen gehen! Vater, was hast du vor? Geh. Ich traue ihr nicht. Es ist vor allem ihre Schuld, dass wir auf Terra 4 gestrandet sind. Sie hat ihr Bestes versucht. Mein Schiff wurde schwer verwundet, aber wenigstens habe ich uns alle aus der Gefahrenzone gebracht. Ich arbeite nicht mit ihr zusammen. Sie ist es, die verantwortlich war für den Tod meiner Familie, den Tod von Lailas Vater. Doskias ist dein Feind, nicht ich. Ich möchte wieder gut machen, was er angerichtet hat. Ich glaube, sie meint es ernst, Corgan. Na und? Was hast du schon zu sagen? Das Schicksal wählt die Führer. Der Mut bestimmt das Gefolge. Wer sind Sie? Lord Gunnar von den Erwählten. Oh, die rechte Hand von Kaiser Espetain höchstpersönlich. Ah, Selina. Die Gerüchte sind also wahr. Scheinbar hat Doskias jetzt einen General weniger, was? Ich diene Maya, Gunnar, wenn sie mich lässt. Ja, die Junkerin. Ich habe schon nach Ihnen gesucht. Nach mir? Ihr Name taucht in sehr vielen Berichten auf. Eine Junkerin von Terra 2, eine Friedensstifterin. Und ich habe immer geglaubt, wir wären den Erwählten egal. Normalerweise nicht. Aber der heilige Kaiser, der über alle Stämme der Erwählten herrscht, hat mich ausgesandt, Doskias zu jagen, bevor dieser Abtrünnige noch mehr Schaden anrichtet. Doskias kann keinen Schaden mehr anrichten. Er kann das Chor nicht ohne die Schlüssel öffnen. Er besitzt beide. Er hat sie aus meiner Obhut gestohlen. Aus diesem Grund bin ich persönlich gekommen. Was für Schlüssel? Uralte Artefakte. Sie ermöglichen die Kommunikation mit dem Chor. Als sie gefunden wurden, entschied der Kaiser, bis zur nächsten Konjunktion zu warten. Aber Doskias war nicht bereit, seinen Ehrgeiz zu zügeln. Er plant, die Stollen von Ankara und Jinam zu missbrauchen, um das Chor auszubeuten. Dessen kristalline Rohstoffe will er benutzen, um eine Reihe von gigantischen Okularschiffen zu bauen. Er braucht die Schiffe, um einen Lichtstrahl auf das Chor zu fokussieren und damit eine künstliche Konjunktion zu verursachen. Mit den Schlüsseln wird er versuchen, mit dem Chor Verbindung aufzunehmen, um das Geschenk des Schöpfers, das himmlische Königreich, zu erhalten. Der Abtrünnige darf auf keinen Fall so viel Macht erlangen. Und ich soll Ihnen helfen, ihn aufzuhalten? Ja. Sie müssen zur untersten Scholle fahren und die Arbeiten in den Minen stoppen. Diese Minen hat er von den Ländern übernommen, für deren Zerstörung er verantwortlich ist. Wenn Sie ihn eine Weile aufhalten können, dann kann meine Flotte aus der Luft angreifen und seine Okularschiffe zerstören. Wir sind dabei. Ich muss zur oberen Welt zurückkehren und meine Flotte sammeln. An deiner Stelle würde ich Selina nicht aus den Augen lassen. Sie liebt Doskias und wird verhindern, dass du ihn tötest. So, Anrufungsschicksalskarte. Ah, endlich bin ich wieder dran. So, lass dich hier von den Möpsen nicht ablenken, lieber Zuschauer. Ich geh mal hier schnell weg. Ich weiß, sonst kommst du uns nicht drauf klar. Ja, boah, Alter, was für eine Wendung. Ich hab eigentlich ja gedacht, wir können Campbell noch aufhalten. Wie gesagt, ich hab die Story irgendwie nur so im groben Zügen noch im Kopf. Und ja, war ich doch ein bisschen überrascht, dass die ganzen Leute mit einmal gestorben sind. Bäm, tot. Und oh shit. Ja, mit Selina auf unserer Seite. Party bilden. Ja, schauen wir mal. Alter, 19 Chor. Meine Fresse. So viel Chorenergie. Und Level 14. Puh, ich tausche sie mal aus. Damit wir sie mal anschauen können. Ja, sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. So, in allem. Aber ja. Fluch. Beschädigt und verflucht ein Ziel. Für 20 Chorenergie. Schwert, Hieb, Schlag. Okay. Und sonst so? 130 Strike, 120 Armor ist auch okay. 110 Power ist auch gut. Mann, die ist echt ziemlich stark, ne?
Hat die irgendeine Schwäche? Nicht so richtig. Vielleicht, nö, eigentlich nicht. Die ist echt ein guter Allrounder. Bisschen wie Maya selbst. Nur ein ganz kleines bisschen weniger auf physisch und viel mehr auf Core. Zumindest mehr Mana produziert sie. Von der Psyche her ist sie gar nicht so viel besser. Naja, hat jedenfalls ein bisschen Ähnlichkeit mit Maya, so von den Stats her. Oh, Level Up 3. Ja, abgesehen natürlich von dem hohen Level, ne? Du hast mal mit Let vergleicht. Level 6 und hier Level 14. Mit der gleichen Erfahrung. Schon komisch. So, wen haben wir noch? Ach ja. Wir haben noch Grub. Da freut sich Let, wenn Grub mit dem Team ist. Ich dachte ja eigentlich auch, wir wären auf Terra 5 gestrandet gewesen. Und nicht auf Terra 4. Jetzt weiß ich nicht, ob Korken uns Scheiße erzählt. Oder ob ich mich vertan habe. Der geht mir jedenfalls auf den Sack. Wie immer. Schon alleine wie Maya, ne, irgendwelche Leute spricht sie an und sagt, geht es ihrer Familie gut? Ne? Und die ist immer voll nett. Und Korken so, naja, irgendwer erzählt, oh, meine Frau ist gestorben und alle meine Kinder. Ja, haben sie etwas von der Garde gehört? Der Blödkerl. So, guten Tag. Hallo. Willkommen in der Bar der irdischen Freuden. Oh. Wir haben ein ausgewähltes Angebot an Spirituosen und oben eine noch bessere Auswahl an Mädchen. Vergnügen Sie sich. Hat sich nochmal ein bisschen gefreut. Ja, hier sind wir ja goldrichtig, würde ich sagen. Meine Fresse. Hervorragend. Müsste ich eigentlich wieder irgendwie Arsch und Titten im Thumbnail haben. Einfach nur, weil, wegen der Likes und so. Du weißt, wie das funktioniert. Aber ich habe immer keine Ahnung, wo genau wir sind. Handeln, hier komm. Kontrolliert hier jemand den Handel? Nein, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wenn du Schutz brauchst oder dich an jemandem rächen willst, musst du dir einen Kopfgeldjäger besorgen. Ich würde mal vermuten, wir sind jetzt auf Terra 5, oder? Auf dem Weltenbazar. Transportschiff. Wie gelange ich auf Terra 7? Das wird schwer werden, Mädel. Jetzt, da Ankara und Jinam zerstört sind, gehört der Himmel den Piraten. Huch, habe ich gedacht, der Dialog ist ein bisschen länger und hab nebenbei was getrunken heimlich. Und dann war ich nicht schnell genug. Ich kenne einen Kopfgeldjäger namens Arim. Er hat schon für mich gearbeitet. Arim? Den hat Duke, der Anführer der Kopfgeldjäger, eingesperrt. Weswegen? Er hat seine Kumpels bei irgendeinem Job hintergangen und das hat Duke gar nicht gern. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, ich habe seine Sachen. Okay, gut zu wissen. Marduk. Ist es wahr, dass Marduk von dieser Welt aus das alte Königreich regiert hat? Es gibt Leute, die sagen, die verlorene Stadt liegt direkt unter dem Basar verborgen und wartet nur darauf, ihre alten Schätze beraubt zu werden. Aber sie ist schwer zu finden. Der Basar erstreckt sich fast über ganz Terra 4. Also doch Terra 4, der Weltenbasar und nicht Terra 5. Ach, ich bin verwirrt. Schlafen und GP auftanken, das lohnt sich, glaube ich, immer. Verzeihung. Haben Sie eine Übernachtungsmöglichkeit? 50 Münzen ist mittlerweile nichts mehr. Die Geräusche im Hintergrund sind cool. Hört man, dass es auf Englisch aufgenommen wurde. Ja, hier schön. Gemütliches Bett. Coole Bilder, oder? Guck mal, hier und da. Das sind bestimmt Frauen, oder? Würde ja thematisch passen. Und das hier waren bestimmt die voll durchbenutzten Betten hier, die wir geschlafen haben. Naja. Wo bin ich? Irgendwelche Vasen. Und hier einfach Stühle hingestellt, voll unhöflich. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Bild. Ach cool, hier, was ist das für ein Team? Ist das nicht der Kampf? Ist das nicht die Kampfmusik, nur als Remix? Voll geil. Du bist die Puffmutti, oder? Möchten Sie sich ein wenig vergnügen?
Ich hatte auch noch recht gehabt. Maya? Ist das denn legal? Meine Liebe, auf dem Bazar ist alles erlaubt. Wir haben praktisch keine Regierung und überhaupt keine Polizei. Ich finde Mayas Reaktion auch cool. Ist nicht so wie, nein oder igitt, ekelhaft, sondern, ist das eigentlich legal? Led? Hey, woher haben Sie diese tollen Klamotten? Das sage ich dir vielleicht, wenn du für mich arbeitest. Hä? Guap. Maya, wir sollten hier verschwinden. Was ist los? Ich krieg keine Luft. Die Schnauze. Gut, hat er scheinbar gerade einen Schraubenschlüssel in seiner Hose. Ich hole mal die anderen ran. Nur um zu gucken, was die so sagen. Ach ja, das ist schön. Boah, coole Bilder. Oh. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Außer prinzipiell, ne, dass überhaupt was hier reingebaut haben. Finde ich cool. Ach nee, warte mal, ich kann ja den ganzen Gebäudeparty bilden, oder? Ich probiere mal ganz kurz. Ja, erinnert mich ein ganz kleines bisschen an das Bordell zum Befriedigen der intellektuellen Künste von Planescape Torment. Boah, das war ein cooler Ort. Ich kann ja auch hier Party bilden. Nee, das geht schön schnell. Na gut, der hat wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber... hallo? Ach, ist doch nicht. Bin ich doch zu weit weg. Dann teste ich das nochmal hier. Party bilden. Okay, hier geht's. Du und du. Oh, sind sie herteleportiert. Wie angenehm. Guten Tag. Möchten Sie sich ein wenig vergnügen? Möglicherweise. Bei Marduk, kein Mensch von Ehre würde sich so verhalten. Vorher Spielverderber. Na, schade, dass ich nicht drauf reagiert. Gut, wer fehlt noch? Ach ja, Selina. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß die Reichweite ist für Party-Modus. Oder warum es gerade eben nicht ging. Guten Tag. Möchten Sie sich ein wenig vergnügen? Für Liebe sollte man nicht bezahlen müssen. Und wie steht's mit Sex? Hat sie nicht gesagt. Ja, hier gibt's ja auch keine Liebe, ist ja auch klar. Na, mein Freund. Hast du kein Wohnzimmer? Ich bin ein Kopfgeldjäger. So siehst du aber gar nicht aus. Zeig ihr den Schlüssel. Siehst du das? Das ist der Schlüssel zu den Kanälen, unserem geheimen Eingang. Wie findest du das? Bist du die neue Sklavin? Ich höre wohl nicht richtig, du Schwein. Hüte deine Zunge, meine Kleine. Sonst muss ich dir Manieren beibringen. Jederzeit. Okay, das reicht. Gehen wir vor die Tür. Oh. Ja, Maya hat irgendwie so ein Problem mit solchen Typen, oder? Alter, was für ein Angriff. Ohoho. Fluchen könnte ich. Du Penner, Wichser, Schwein. Wir haben Beschwören, Bowman anrufen. Coole Angelegenheit. So, ja, jetzt können wir endlich mal eine ordentliche Kombination hier zusammenzaubern. Schau mal. Erde plus Beschwörung. Den Riesen der Erde anrufen, um anzugreifen. Ja, Humbaba. Ja, und die Animation hatten wir schon mal gesehen gehabt gegen Drax, dem alten Spax. Da hatte der das auch benutzt mit dem Zombie zusammen. Und da war ich schon aufgeregt, weil ich dachte, wir bekommen endlich die Beschwörungszauberkarte oder Schicksalskarte. Ja, coole Angelegenheit, oder?
Ich muss direkt danach mal gucken. Ist der abgehauen, der Penner? Hey, das finde ich aber nicht gut. Was soll denn der Scheiß? Voll der Special-Typ. Sie müsste voll lang laden. Ach Mann, hey. Haben wir jetzt von dem das Zeug bekommen oder nicht? Boah, ich hoffe, da war nicht irgendwas buggy. Ist er jetzt wieder drinne? Das war ja scheiße. Ich hab gedacht, von dem kriege ich den Schlüssel. Oh! Hä? Hä? Du hast wohl noch nicht genug, du Schlampe. Auch Prügel können dich keine Manieren lehren, was? Selina? Dieser Ort erinnert mich an meine Vergangenheit. Was? Hast du kein Wohnzimmer? Ach so. Ah ja. Ich bin ein Kopf. Ja. Oh, okay. Also wir können auch jederzeit wieder gegen ihn kämpfen, wenn wir das wollen. Ansonsten kann es passieren, dass er einfach abhaut. Okay. Ja, in der nächsten Folge schaue ich mich noch ein bisschen um. Und da habe ich bestimmt auch Gelegenheit, jede Menge Arsch und Titten ins Thumbnail zu klatschen. Yay. Das muss man so machen auf YouTube. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.